Markus Mäder bei der Arbeit. Er hört dem Boden zu. Also ich habe rein der Neugier halber in den Ferien die Sensoren, die wir bis jetzt an den Bäumen gebraucht haben, zum Baumgeräusch aufnehmen, mal im Boden gesteckt. Und ich war einfach wirklich wahnsinnig überrascht gewesen, wie vielfältig das Leben, wie vielfältig die Geräusche sind, wie im Boden selber kommuniziert wird von den Tieren. Das habe ich schon sehr eindrücklich gefunden. Wir sehen nur die Oberfläche, Erde, Dreck, aber der Boden lebt. Bakterien, Pilze und Algen tummeln sich darin. Aber auch größere Tiere und Insekten wie Springschwänze, Tausendfüßler oder Regenwürmer. Boden, der lebt, tönt auch. Und das macht Sound in Soil erlebbar. Und dann aber hört man natürlich auch ganz viele Gekrabbel, unterschiedliches Gekrabbel, also von kleinen Tieren und grossen Tieren. Die meisten Tiere, die man sozusagen gehört in diesen Messungen, sind vermutlich Insekten, die im Boden drin oder in der obersten Streuschicht leben. Die sind am lautesten, produzieren am meisten Lärm sozusagen. Im letzten Sommer hat ein Team der Hochschule der Künste in der Schweiz rund 25 verschiedene Bodenflächen aufgenommen. Von intensiv und extensiv genutzten Landwirtschaftsflächen über Alpweiden bis Waldböden. Ja, also eben, ich denke, jetzt, die Wiese hier gehört sicher eigentlich zu den schönsten Orten, die wir aufgenommen haben. Die ist sehr lebendig. Also man sieht, es hat auch unterschiedlichste Pflanzen. Man sieht sehr viele Insekten, wenn man durchläuft. Das ist sicher wunderbar. Anders sieht es aus in der intensiven Landwirtschaft. Wir waren in Zuckerrübenäcker oder in Herdöpfelacker für Industrieherdöpfel. Und dort drin hört man dann einfach tatsächlich nichts mehr, weil das wird einfach intensiv gespritzt. Und dementsprechend scheint es so zu sein, dass man dann eben auch weniger Bodentiere hört. Heute ist das Sounding Soil Team bei Bauer Birrer. Er baut biologisch an. Für die Bodenaufnahme steckt Markus Mäder die Sonde ca. 20 cm tief in die Erde. Und dann heißt es absolute Ruhe. Kein Geräusch oberhalb der Erde soll die Aufnahme verfälschen. Es fühlt sich gut an, seinen eigenen Boden zu hören. Weil für uns ist eben eigentlich wichtig, dass wir mit dem Boden zusammenleben können. Für uns ist es wichtig, dass wir eigentlich einen Einblick haben in den Boden, in die Bodenaktivität. Und auch können Rückschlüsse ziehen auf die Bewirtschaftung, die wir obendrauf machen, anhand von der Bodenstruktur oder von der Bodenlebewesen. Ja. Im Sounding Soil Container können die Besucher in verschiedene Bodenwelten eintauchen. Wie tönt ein Springschwanz? Wie hört es sich an, wenn Tiere miteinander kommunizieren? Boden, der tönt, der lebt auch. Das macht Sounding Soil hörbar.